der kann was, der zieht richtig schön. Eieiei, Jonas! Fehler. Wieder anschließen. Was ist jetzt los? Schau. Seht ihr es? Habt ihr es gesehen? Oh. Habt ihr es gesehen? Oh. Also nur das Auto. Genau das meinte ich. Oh, das wird spannend und ein wilder Ritt. Ich tausche mich mein Tesla Model Y nach einem langen 10.000 Kilometer Roadtrip von München zum Nordkap und vom Nordkap nach Bremen gegen den Polestar 2 von meinem Kumpel Jonas ein. Also wollen wir mal sehen, wie es ist, mit dem Polestar 2 Langstrecke zu fahren und auch, wie ist es mit dem Elektroauto ohne Supercharger-Netzwerk auszukommen. Drückt gerne auf Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt und abonniert den Kanal für mehr elektrische Abenteuer. Viel Spaß jetzt. Zack, ein Roadtrip zu Ende und der nächste fängt an, diesmal mit dem Polestar 2. Kriegt bitte einen Roadtrip von euch mal in der Runde. So, Jonas, das ist dein Polestar 2, genau, den ich im Tausch bekomme zu meinem Model Y. Würdest du sagen, fairer Tausch? Oh, jetzt gerade für die Situation, ja. Ja, ich freue mich auch mal wieder ein anderes Auto zu fahren. Gibt es irgendwelche Eigenheiten, irgendwas, was ich wissen sollte zum Polestar 2 und vor allem zu deinem Polestar 2? Außer, dass er eine sehr schöne Farbe hat, die nochmal wie heißt? Atomic Teal. Ja, aber ich glaube, ansonsten wirst du sehr gut klarkommen. Fahrwerk macht sehr viel Spaß. Mhm. Okay, jetzt brauche ich noch deine Ladekarte, bitte. Meine Ladekarte? Das muss ich dir selber zahlen hier, den Sturm. Wie, du? Hast du etwa keinen Elfer? Doch, ich habe eine Flatrate, alles gut. Okay, danke fürs Vertrauen. Sehr gerne. Viel Erfolg in meinem Auto. Wascht es doch bitte mal, was soll denn das? Schauen wir, wie es aussieht. Okay, danke. So, aber der ist auch nicht besser. Nur kurze Frage, also ich frage jetzt für einen Freund, hast du noch Freikilometer? Ich habe noch Freikilometer, ja. Ein paar hunderttausend könnt ihr. Bis dann, Jungs. Ciao. Ein paar erste Eindrücke. Dunkler Innenraum mag ich nicht. Gleichzeitig, hier kommt ordentlich cool Licht rein, durchs Glasdach, das ist positiv. Und das hier ist eine tolle Sache. Der Wagen riecht sehr gut. Richards, ja. Geil, aber da ist auch sogar ein iPad drin. Noch mal ein iPad. Oder sowas. Ja. Das ist kein iPad. Ja, aber wie, ne? Schau mal, das ist nicht dein Ernst. Der kann nicht. Ach, Felix ist gefahren, ne? Ich habe keine Ahnung. Doch, Felix ist gerade gefahren. Felix ist nämlich irgendwie 1,90 groß. Ich denke mir, wie kann es sein, dass der Jonas hier so fährt? Ich sehe gar nichts, aber das ist meine Position. Aber wenn Felix hier saß, dann macht das Sinn. Okay, einmal kurz einrichten auf meine Position. Dann schauen wir, wie es ist mit dem Polestar 2. Von Bremen nach München zu fahren. Einmal für die Statistik. Zack. Zurückgesetzt. Das ist schon sehr cool gemacht. Wie fandst du die Animation? Hast du gesehen? Mit dem Orange? Hat schon wieder gut. Hat nichts in dir ausgelöst? Gar nichts ausgelöst. Wow, bist du kalt. Ja, sehr kalt. Ich fand das sehr elegant. Komm, nochmal. Wow. Das ist schon schicker als beim Tesla. Los geht's. Ciao, Tesla Model Y. Geil war's. Ciao. Mit auch ein paar kleinen Problemen. Ja. Aber jetzt Polestar. Und welches Auto findest du schöner? Polestar 2 oder Tesla Model Y? Das Tesla. Ich finde das hier nicht schön, muss ich sagen. Ist nicht mein Stil. Ich weiß nicht, so wie es geschnitten ist, wirkt es für mich sehr... Es hat für mich... Ist nicht... Jonas, hör einfach nicht hin. Ist kein Design. Weiß nicht, wovon er redet. Ist kein Design. Kein Design, das ich... Finde. Okay. Aber es ist Geschmackssache. Ja, natürlich. Ich meine, dafür ist es auch gut, dass es mittlerweile so viele Elektroautos gibt, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Ich finde den zum Beispiel ziemlich schön. Jetzt nicht der allerschönste, aber ich finde ihn durchaus gelungen. Man muss halt sagen, jetzt im Vergleich zum Model Y wirkt er so klein. Das ist kein kleines Auto. Aber wir fühlen uns echt so ein bisschen, unser Knie kann hier nicht so raus zur Seite. Und man merkt einfach, dass das Model Y einfach eine Ecke größer ist. Also rekuperiert schön stark, das gefällt mir. Und hier ist auch was richtig gut ist. Sitzheizung und Lenkradheizung. Es ist schon mal gut, dass ein Auto das hat, aber das Schöne ist, dass du die Lenkradheizung in 3 Stufen einstellen kannst. Bei vielen Autos ist nur an oder aus und ich finde, oft ist die Lenkradheizung zu heiß. Also toll, eine Lenkradheizung zu haben im Winter, vor allem da oben bei minus 17 Grad. Aber wenn die dann zu heiß wird, hast du das Problem in die andere Richtung. Und hier kannst du schön aus 3 Stufen wählen. Schon die kleinen netten Details vom Polestar und richtig straff hier. Der Jonas hat hier auch was im Fahrwerk optimiert. Ja, nice. Ich will es jetzt nicht um den nächsten Baum wickeln auf nasse Farbe mit einem neuen Auto. Wahrscheinlich eine gute Idee. Ich glaube, das Auto kann was, so wie er es optimiert hat. Er war mit 90%, als wir ihn bekommen haben, jetzt bei 60%, 59 mittlerweile. Ich fahre so 130.
So, das ist hier, boah, der fährt 200. Willkommen in Deutschland. Das sind hier die Voraussetzungen. Ohne Supercharger müssen wir jetzt über Stuttgart, da muss Kroschelin nach München. Also auch wieder so ein bisschen der Test, wie gut ist das Ladenetz in Deutschland außerhalb von den Superchargern. Superchargernetz wirklich dicht gespickt in Deutschland, kein Problem. Aber wie gut ist es eben, von Norddeutschland nach Süddeutschland zu kommen, wenn du in einem elektrischen Auto unterwegs bist, das nicht von Tesla ist. Das geht es heute nochmal zu testen. Und ich will so ein bisschen meine Tops und Flops, so die coolen und die schlechten Sachen von diesem Auto auch rausfinden. Zum Beispiel, was mir hier sehr gefällt, sind die rahmenlosen Spiegel. Check mal den Spiegel aus, Kojo. Richtig elegant. Dann merke ich aber zum Beispiel, dass die Windschutzscheibe ist im Vergleich zum Model Y fast so ein kleines Guckloch nur. Ja? Die ist deutlich kleiner. Merkt man einfach direkt. Beim Model Y hast du dann nochmal einfach mehr Platz, um rauszugucken. Nicht so, als hättest du eine schlechte Übersicht in diesem Auto. Aber so dieses, ein großes Fenster zur Welt, wie beim Model Y, das ist hier ein bisschen kleiner. So erste Eindrücke. Und ich sehe, dass hier wir nur noch mit 2% bei der Ladesäule ankommen sollen, die das Auto rausgesucht hat. Aber wir müssen sowieso früher zur Ladesäule, weil ich um 11.30 Uhr einen Call habe. Und bei der Ladesäule hier wären wir erst um 12 Uhr da, von daher müssen wir sowieso umdisponieren. Das Auto macht also eine Routenplanung, sehr schön. Wir haben Tesla auch, sagt ihr, wo musst du zur Ladestation? Wir müssen das jetzt ein bisschen individualisieren, damit wir eben um 11.30 Uhr stehen, damit ich in Ruhe telefonieren kann. So, positiv, ich habe mittlerweile einen sehr fähigen Co-Piloten hier, der sich immer mehr in die Elektromobilität vorgetastet hat. Kojo hat nämlich eine Ladestation rausgesucht, die perfekt für uns ist. Hier nämlich in 9 Minuten um 11.26 Uhr sind wir bei einer Schnellladestation, die Kojo in der Elbe-App gefunden hat. Und das ist ideal, weil wir eben um 11.30 Uhr stehen müssen, weil ich da telefonieren muss. Mit Video. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, danke. Das sieht gut, das sieht modern aus. Wo ist der Ladeanschluss bei dem Auto? Hinten war, welche Seite war es? 50-50. Die Top-View-Ansicht ist natürlich schon eine feine Sache. Das muss man der Hütte lassen. Das ist die Elva Lade-App. Wir starten das Ganze jetzt mal zusammen. Hier laden und dann muss man wählen, welchen man will von den CCS-Dingern. Es sind 4 Stück. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Zahlen stehen sollen. Kojo, wir machen jetzt einfach Zufallsprinzip. Ich nehme mal den ersten und swipe auf Ladevorgang starten. Jetzt kommuniziert. Nein, es ist da hinten. Es war da hinten. Es ist da hinten. Es ist da hinten. Ich parke einfach oben. Es ist der da hinten, Kojo. Hier. Der blinkt. Okay. Bevor es irgendwann nicht mehr geht. Und zack. So, geschafft. Wenn er lädt, dann immerhin schon mal gut, aber ein bisschen irritierend gewesen gerade, dass ich nicht sehen konnte, welche Ladestecke die Nummer 1 ist, welche Nummer 2, welche Nummer 3, welche Nummer 4. Aber der Ladevorgang ist gestartet, es funktioniert. Es ist jetzt genau halb, ich springe in meinen Call. Perfekt. Ich hätte sowieso stehen müssen und jetzt lädt das Auto, während wir stehen. So muss es sein. Eieieiei, der Polestar lädt aber schwach. Nein, wir waren jetzt hier zwar seit einer Stunde und 20 Minuten, haben dafür auch so gut wie voll geladen, lag aber daran, da kommt er endlich, dass Kojo drin ein kleines Problem hatte. Er wollte vegetarisch frühstücken, hat Eier bestellt und dann kamen die mit Speck und dann ein bisschen hin und her und dann mussten die halt nochmal neu machen. Also waren so viele kleine Würfelchen und naja, hat sich halt alles ein bisschen verzögert. Aber jetzt sind wir da, jetzt können wir weiterfahren. Wir sind bei 95%, also das ist gut. Gut, dass du Zeit gelassen hast, will ich mal so sagen. So, Action. Warum passiert da nichts? Beim Tesla geht es automatisch zu. Handarbeit hier. Das ist ja ein richtiger Irrsinn. Schau mal hier bitte. Der will, dass wir mit 49% das nächste Mal laden. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir fahren den safe leerer. Weil je leerer ist, desto schneller lädt er. Ich will doch den Akku nutzen. So, jetzt aber hier mal Beschleunigungsstreifen ausnutzen. Ey, der kann was. Der zieht richtig schön. Eieiei, Jonas. Jonas. Hat sich gegönnt. Geil. Ey, das war
richtiger Wumms dahinter. Der zieht aber nicht wie das Model S. Doch. Na. Also, okay, pass auf. Model Y zieht weniger, sage ich. Mein altes Model S, vielleicht in etwa gleich auf. Vielleicht ein Müh schneller, wer weiß. Aber auch schon mal jetzt hier auf. Von 140 auf 160 kommst du auch mal schnell. Und jetzt von 150 auf. Zack, 170. Ja, für so einen kleinen Zwischenspurt mal zu überholen. Schon brauchbar. Schon brauchbar, Jonas. Kommen wir nun zum Sponsor dieses Videos, NordVPN. NordVPN nutze ich schon seit einiger Zeit, weil ich dadurch mit mehr Sicherheit online bin. NordVPN verbirgt nämlich die IP-Adresse und verschlüsselt deinen Datenverkehr. Dadurch ist man besser vor Cyberangriffen geschützt. Mit einem Klick wählt man das Land aus, wo der Server stehen soll, über den man online geht. Dadurch kann man auch ganz leicht Ländersperren von Streaming-Diensten umgehen. Wenn ich zum Beispiel in Spanien bin, kann ich einfach einen NordVPN-Server in Deutschland wählen und wieder alle Inhalte schauen, wie von zu Hause eben auch. Oder man ist Österreicher, gerade im Ausland unterwegs, will aber die Formel 1 im Fernsehen anschauen, dann kann man über einen NordVPN-Server in Österreich gehen und streamt das Rennen über den österreichischen TV-Sender online. NordVPN kann auch helfen, richtig Geld beim Buchen von Reisen zu sparen. Wenn ich ganz normal einen Flug von München nach Bangkok suche, ist der beste Preis 696 Euro. Wenn ich mich mit einem rumänischen NordVPN-Server verbinde, wird derselbe Flug für 594 Euro angeboten, also über 100 Euro billiger. Geil, oder? Auf dem Handy kann man NordVPN selbstverständlich auch verwenden. Es stehen über 5000 Server aus 60 Ländern zur Auswahl und es ist in meinen Augen einfach sinnvoll, mit mehr Sicherheit und Privatsphäre im Internet unterwegs zu sein. Teuer ist das Ganze übrigens auch nicht. Unter nordvpn.com/elektrisiert bekommt ihr sogar noch zusätzlich einen attraktiven Rabatt. Dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie ist das Ganze auch komplett risikolos und den Link zum Angebot findet ihr in der Beschreibungsbox unter dem Video. Das ist ja der krasseste Moment, den... Also, ich fahre einfach stumpf nach Navi. Kojo ist der Navigator gewesen. Oh, shit. Ey, irgendwann kam es mir gerade Spanisch vor. Und wir sind jetzt hier rausgefahren. Und ich weiß sogar halbwegs, wo wir sind. Weil ein Kumpel von mir kommt aus dem Eichsfeld. Ich war hier schon ein paar Mal. Kojo muss nämlich nach Tübingen. Und hat ins Navi Thüringen eingegeben. Wir fahren irgendwo hin. Was ist denn los mit mir, ey? Irgendwo hin, ja. Zu viel geschlafen letzte Nacht. Es kam mir so komisch vor. Es kam mir so vor. Ja, jetzt sind wir in Thüringen. Servus Thüringen. Fuck. Gut, dass dir das aufgefallen ist. Dün, 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 dün. Und wir fahren wieder auf die Autobahn in die andere Richtung. Hey, hey. So macht ein Roadtrip von Bremen nach München richtig Spaß. Über Tübingen mit Umweg über Thüringen. Da erlebt man was von Deutschland. Da lernt man das Auto mal intim kennen. Wie es so ist, Langstreckentauglichkeit. Einmal quer durch Deutschland. Das wäre mit einem Tesla auch passiert. Ja, aber mit Stil. Ich finde den Wagen auch stilvoll. Auf jeden Fall. Ja. Jo. Dann hier laden erforderlich, um anzukommen. Jetzt muss ich uns noch Routen raussuchen. Was hast du jetzt eingeben? Tübingen. Tustland. Das ja. Heißt Deutschland auf Dänisch. Hier fahren wir jetzt wieder auf die A7 Richtung Frankfurt und Kassel in die richtige Richtung. Ja, Gratulation. Stunde verloren und unsere 95% sind auf 58% geschmolzen, ohne wirklich vorangekommen zu sein. Und den Blitzer, komm, den nehmen wir auch noch mit. Jonas zahlt. Spaß. Ja, dann kommen wir auch bald zur Ladestation. Akku wird immer leerer. Kojo hat wieder was rausgesucht. Was jetzt noch so... Ah, hier schau mal. Der Polster sagt auch, dass hier Stau ist. Aber da ist eigentlich nichts. Ja, Ladestation ist so in einer halben Stunde. Aber hoffentlich bleibt das mit der halben Stunde realistisch und verzögert sich nicht ewig. Ich habe wirklich negativ Lust auf nach der 1 Stunde Thüringen-Ausflugsfahrt noch auf dem Stau. Pfefferhöhe, so heißt dieser Ort, Pfefferhöhe. Da an der Tanke gegenüber ist der nächste Lader. Ah ja, was auch schön ist bei Elva, man sieht natürlich die Zusammenfassung vom Ladevorgang, das ist der letzte, und dann die Schwarmintelligenz. Man kann hier bewerten, wie die Ladestation, wie das Ladeerleben dort war. Also konnte man die Station gut starten, war die schnell, hat alles geklappt, hier war alles perfekt. So, und jetzt sind wir also bei der nächsten Ladestation. Und gönnen uns nochmal.
So, was haben wir, welchen haben wir jetzt hier? Muss ich jetzt wieder schauen. So, einfach mal per Ausschussverfahren. Dadurch, dass da einer steht, wird das nicht die Station sein. Also ist einer von den beiden. Komm, nehmen wir hier. Und bitteschön, nehmen wir so. Wird freigeschalten. Ich mache hier schon mal auf. Jetzt kommuniziert gerade Elber mit der Ladesäule. Und rein damit. Also ich habe ihn runtergefahren auf 11%. Ich muss aber auch sagen, ich bin echt schnell gefahren. Also irgendwie, dieser Umweg hat mich doch ein bisschen geärgert. Und dann war es irgendwie so, komm, ich hole das jetzt auf. Geht natürlich nicht mehr im Elektroauto, muss man ehrlich sagen. Ne? Als würde ich da jetzt vorher mit 170 fahren, stehe ich hier länger. Sagen wir 100, 140 bis 160, ja. Aber da stehe ich jetzt halt hier länger und muss jetzt länger laden. Aber ist okay, ich brauche ein bisschen Pause. Bin früh aufgestanden, vertrieb mir die Beine hier ein bisschen, gehe aufs Klo und soll er erstmal hier eine halbe Stunde laden von mir aus. Fehler. Wieder anschließen. Was ist jetzt los? Möchten Sie eine Ladestation suchen, geringe Reichweite? Naja, ich bin bei einer Ladestation. Ja, hier leuchtet es auch rot. Oh nee, was ist denn los, Kinders? Das ist halt so, ganz ehrlich, beim Supercharger kann schon auch mal sein, kann selten sein, dass mal kurz was nicht geht, steckst du aus, steckst wieder ein, dann geht's in der Regel. Und Vorteil bei Supercharger-Ladestation ist natürlich, dass wenn eine Station tatsächlich defekt sein sollte, hast du halt nebenan 10 weitere wahrscheinlich. Hier haben wir zum Glück auch noch eine, die auch zu funktionieren scheint, falls die Station irgendwie schuld ist. Da ist auch noch ein Platz frei. Also, aber jetzt will ich erstmal schauen, ob das hier... Ich probiere es einfach nochmal. Also Elver meint, dass hier geladen wurde. Das war ein mieses Ladeerlebnis. Nochmal. Hier laden. Dann nehme ich diesmal den Zweier. Laden starten. Ich habe mich jetzt für den zweiten entschieden. Schau mal, das hat jetzt keine 3 Sekunden gedauert. Dann bitteschön. Also der linke Rüssel hat gerade nicht funktioniert. Hoffe ich auf den rechten. Auto erzählt mir noch, dass die Reichweite gering ist. Das ist mir bewusst. Aber ich kümmere mich selber drum. Aufladen wird initialisiert. Grün. Grün heißt funktioniert. Okay. Also. Funktioniert. Hat aber, um ehrlich zu sein, 3 Minuten länger gedauert als beim Supercharger. Du musst ja schon so 1 Minute einkalkulieren, um von der Autobahn runterzufahren, dann wieder 1 Minute einkalkulieren, um wieder von der Ladestation auf die Autobahn zu kommen. Beim Supercharger steckst du ein, sofort. Hier war es jetzt mit probieren, nicht geklappt, zurück, probieren, nicht klappen, 3 Minuten extra. Auch kein Weltuntergang, aber ist interessant, den Vergleich zu sehen. Also Ladespeed hat sich auf 115 kW eingepegelt. 150 könnte er eigentlich laut Datenblatt. Will er aber nicht. Will er aber nicht, richtig. Will er aber nicht. Ja. Die Säule könnte sicher auch 150, das ist außer Frage. Tja, dann halt nicht. Komm schon. Hast du irgendwas gemacht, als ich weg war? Ja, die ganze Zeit so. Hast du wirklich? Ja. Aber gut, das wird nicht... ich war nur kurz Pippi. Bin ich der erste Fehler heute. Nur kurz Pippi, nur kurz telefonieren. 5 Minuten später komme ich zurück. Davor saß ich noch hier und habe gesehen, dass der Ladespeed auf 139 oder so hochgegangen ist. Jetzt komme ich zurück. Ich kann euch auch nicht sagen, wie lange das jetzt schon so ist. Also mehr als 5 Minuten wird es nicht sein. Ah, er hat aufgehört zu laden. Was ist das denn? Wir sind bei 200 Kilometer genau. Er sagt mir, aufladen wird initialisiert wieder. Ja, es passiert nichts. Das ist, was ist denn das? Komm, wir regen uns auf. Was ist das? Ich kann mich gar nicht mehr aufregen. Es ist einfach die Sachen, die mit diesen Elektroautos in den letzten Wochen passieren bei mir, sind einfach so komisch. Viele kleine Problemchen. Ich fahre jetzt auch weiter. Ich habe kaum irgendwas in dieser Ladesäule vielleicht. Oder Jonas hat hier ein Auto, was nicht so geil lädt. Wirklich, was soll ich sagen soll? Ich verstehe es nicht. I don't know. Also, man weiß ja nicht. Entweder Ladesäule oder Auto. Eins von beiden. Ja. Eins von beiden. Aber der neben uns scheint ja wirklich glücklich zu laden. Hier, der steht die ganze Zeit da.
Der telefoniert glücklich. Das auch noch. Ja, ich fahre jetzt einfach weiter, weil hier scheint irgendwie der Wurm drin zu sein. Weiterfahren, komm. So Leute, Strategiewechsel. Autopilot an. Pilot Assist heißt das hier. Und ich fahre jetzt einfach ganz gemütlich 105 km/h. Weil, wenn wir langsam fahren, verbrauchen wir weniger. Wenn wir weniger verbrauchen, kommen wir weiter. Wenn wir weiterkommen, müssen wir weniger laden. Wenn wir weniger laden, haben wir weniger Ladeprobleme im Schnitt. Das ist das Geräusch, wenn man seine Hände vom Lenkrad zu lange entfernt. Ja, fahren wir jetzt einfach langsam. So, fertig mit den 160. Jetzt fahren wir 106 oder so. Man sagt, je langsamer man fährt, desto mehr hat man vom Akku. Ja, 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 klar. Auch im Tunnel macht es der Autopilot gut hier. Fährt sicher an den LKWs vorbei. Hält sich mittig in der Spur. Oh, ich scheine nicht alleine die sparsame Strategie zu haben. Die ganze Autobahn schleicht, weil zweispurig und irgendein Elefant einen anderen Elefanten überholt. Und das dann so aussieht. 74, 80 km/h. Und das ist Symbol und das Geräusch, wenn man länger nicht am Lenkrad war. Wenn ich nur berühre, passiert nichts. Doch, hat gereicht. Ich glaube, beim Tester muss man so ein bisschen wackeln oder in eine Richtung ziehen leicht. Hier reicht scheinbar ein bisschen Druck. Ja, Kinders, der Roadtrip, der wird dauern. Der wird dauern. Ja, jetzt hupen hier schon Leute. Ein bisschen Aggressivität. Auf! Auf! Immerhin, 505 Kilometer heute schon gekommen. Und ich gönne mir die LKW-Spur mit meinen 110. Höhe Frankfurt sind wir jetzt. Das ist nicht in Thüringen. Oh ja, da war es gerade ein bisschen knapp. Assistiertes Bremsen, Kollisionsvermeidung. Die Kollegen vor mir, die Spezialisten, haben so ein bisschen dummes Überholmanöver gestartet. Was dann ein bisschen schief ging, haben die stark gebremst, habe ich gebremst, Auto hat mitgebremst, alle haben gebremst, nichts passiert. Aber war nicht ganz so cool. War nicht ganz so clever von den Leuten vor mir. Aber immer Hellbach hier. Und ja, auch wirklich gut, dass das Auto da mitcheckt. Also war sinnvoll, wie es da die Bremskraft verstärkt hat. Also hat sich gut und sicher und auch entschlossen angefühlt, was hier Auto und Fahrer in ja, Teamarbeit angestellt haben. Und der nächste Ärger hier. Frankfurt halt. So, jetzt ist es offiziell spannend. Also, Kojo hat die nächste Ladestation rausgesucht. Vielleicht hätten wir sie auch schon ein bisschen früher suchen sollen. Wie immer sei. So, spannend, denn die ist in 48 Kilometern und wir... Oh, schau mal, das ist krass. Kojo Flugzeug über uns. Ja. Geil. Selten Flugzeug so nah gesehen von unten. Woo, direkt am Flughafen. Nice. Okay, 48 Kilometer, wir haben noch 70 drinnen und das Auto prognostiziert, dass wir mit 1% ankommen und gerade kam eine Durchsage, das verstehe ich dann nicht, weil das Auto sagt ja wirklich 1% und dann kam eine Durchsage, Achtung, wir wollen Ihnen sagen, dass Sie mit minus 1% an der Ladestation ankommen. Wollen Sie ein Zwischenziel einfügen? Immer so, nee, ist ja 1% im Plus, warum sagst du minus 1%? Stimmt ja nicht. So, wird schon gut gehen. Ich bin jetzt natürlich auf der rechtesten Spuren. Hier ist jetzt vierspurig geworden gerade. Und ich habe dem Autopiloten vorgegeben, mit 95 km/h hier ganz gemächlich zu schaukeln. Und dann sollten wir schon ankommen. Und wenn nicht, dann wirklich Game Over. Also das, aber das wird schon werden. Ja, so schön langsam fahren. Schön langsam. Das hier ist die E-Highway-Teststrecke Hessen. Hier werden Oberleitungs-LKW-Systeme erprobt. Und dieses Gebimmel nervt mich wirklich sehr. Beim Tesla Autopilot, da blinkt es erstmal blau und macht kein Geräusch. Das ist sehr auffällig. Dann fasst man kurz hin. Oh mein Gott, gerade jetzt. Also heute irgendwie ich bin noch sehr unausgeglichen, merke ich. Und dieses Gebimmel und Getute und einmal verfahren und dann liegt die Ladestation nicht. Jetzt geht hier mit der Autopilot ab, den Dienst verweigert, weil ich mal ein paar Sekunden zu lange nicht hier rumgewackelt habe. Aber was ich sagen wollte, beim Tesla blinkt es erst ziemlich lange blau im Display, was man so
wirklich sieht, wenn man auf die Straße schaut, dann fasst man kurz hin, dann ist es wieder gut. Ich bin auch wirklich immer wach und voll da und kann immer eingreifen. Aber, hier wird dieses Rumgetröte erst, da müsste erst was visuell kommen, finde ich, bevor man dann dieses nervige Bimmel einspielt. Naja, nicht schnell genug reagiert, aber hier ist eben der E-Highway, die Teststrecke für eben irgendwann LKWs, elektrische LKWs mit Oberleitung. Also es ist praktisch wie so eine Trambahn, der LKW dann von da oben seinen Strom bekommt. Ja, da vorne wird auch Energie durch die Gegend geschaukelt, aber keine elektrische. Ja, wir fahren gerade von der Autobahn ab und das ist auch wirklich nötig. Reduzierte Leistung wegen niedrigem Batterieladestand. Den Straßenverlauf von B460 ja, für 1,5 Kilometer folgen. Damit Zeit, dass wir dafür machen. Oh, ich drücke gerade voll aufs Gas. Boah, da geht echt nichts. Also krass reduziert. Ich bin gerade wirklich volles Rohr unten mit dem Gaspedal. Kommt kaum mehr was. Ja, wir müssen laden. Hier auf dem Tankstellengelände ist die nächste Ladesäule. Die sieht auch wieder schick aus. Ach so, naja. Den Ladevorgang davor muss ich noch einmal negativ bewerten. Das war ja nichts. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Das Schöne an Elbe ist, dass diese Ladestationen ja auch empfohlen werden. So, hier, derzeit empfohlen steht da, bedeutet, dass sie sehr wahrscheinlich frei ist, wenn man hinkommt und sehr wahrscheinlich funktioniert, weil sie eben gut von Nutzern bewertet wurde und weil ja Elbe auch viele Nutzer hat und dann eben lernt, dass diese Ladestation zuverlässig funktioniert hat. Und dann geht das hier einfach so mit einem Swipe. So, jetzt gehe ich raus und check an. Perfekt, da blinkt er schon, ist bereit für mich. Hier einmal auf, da einmal. Und komm her. So. Und jetzt bitte ich dich, schöne blaue Ladesäule, funktioniere so, wie du funktionieren sollst. Ich bin heute realistisch noch an 3 weiteren Ladesäulen. Also ich habe wirklich keinen Nerv für Ladeprobleme. Geht da was? Geht da was, frage ich mich. Da sehe ich grün. Ach, danke. Ich bin schon in der Ladestation. Nein. Niedrige Temperaturen schränken die Batterieleistung ein. Ja, ist klar. Aber lädt doch, ja, perfekt. Perfekt. Zieht langsam hoch. Okay. Kuschel, du hast eine Station rausgesucht, die scheinbar sehr gut funktioniert. Ich danke dir. Kannst du mich belohnen? Ja, kannst du mir das Wasser rausbringen? Nee. Halbe Stunde geladen. Genug. Das war eine super Ladeerfahrung. Alles hat geklappt. War so circa eine halbe Stunde. Ich habe ein bisschen kurz die Augen zugemacht. Jetzt Käffchen bei Mc's. Wir sind happy. Wir sind wieder happier als davor und heute ist sowieso einfach, ich brauche Soul Food, ich bin jetzt lange am Steuer, ich gönne mir eine Apfeltasche. Woo! 66% haben wir gemacht und 270 Kilometer stehen drauf. Jetzt geht's nach Thüringen. Oder wir versuchen es jetzt, weil ich bin mir sicher, dass es klappt, nochmal mit dem Nordcup. Ich hab's jetzt wirklich versucht irgendwie, ich habe mich versucht auf diese Situation hier einzustellen. Mit diesem Gepiepe. Ich habe wirklich, also ich fahre jetzt immer so mit der linken Hand hier am Steuer. Und trotzdem will er, dass ich mal, weil schon mal reicht der Druck nicht, man muss wohl doch so ein bisschen ziehen, wie beim Tesla auch. Fein. Aber beim Tesla, wie gesagt, blinkt das Display auf, bevor er irgendwann akustische Signale gibt. Und hier blinkt es nicht auf, sondern es kommt so ganz leicht ein Pop-up-Fenster, was man safe immer übersieht. Und dann kommt wirklich alle 30 Sekunden fängt das Auto an zu piepen. Und es macht mich so kirre. Es macht mich so kirre und ich finde, man muss das besser lösen. So, hier ist es, was ich meine. Lenkrad festhalten. Ihr seht, ich halte das Lenkrad fest. Aber ich müsste jetzt einmal nach unten ziehen. Und dann kommt dieses Piepen und es langweilt mich so. Jetzt ziehe ich leicht nach unten oder nach oben und es ist vorbei. Okay. Wenn du Musik hörst oder Podcast oder Radio oder Hörbuch, dann wird die Musik leise und das Piepen laut gemacht. Es ist, und das passiert wirklich jede Minute, manchmal zweimal. Und ich, es ist so nervig. Wenn das Display blinken würde, dann würde ich ohne akustisches Signal einfach einmal kurz hier am Lenker ziehen. Problem gelöst. Ich finde das so unfassbar fahrerunfreundlich.
dass das Auto dich permanent anpiept. Das ist so intrusive, wie sagt man, eindringend irgendwie in mein Fahrgenuss, wenn das Auto Geräusche macht. Blinken von mir ist Blink. Geräusche wirklich nur im größten Notfall. Nicht wegen so einer Lappalie. Ich habe die Hand am Lenkrad. Um auch was Positives zu sagen, vor mir Verkehr. So, wie überholt hier der Autopilot? Ich blinke einmal und der Wagen beschleunigt selber. Ich lenke aber, also ich muss lenken. In der neuen Spur mache ich den Blinker aus und der Wagen übernimmt wieder die Lenkung. So, und wieder, ich blinke, lenke jetzt selber, mache den Blinker aus und der Wagen übernimmt wieder komplett. Und das ist sehr gut gelöst. Bei Tesla blinkst du und dann schaut der Wagen, ob er selber die Spur wechseln kann, ist sehr vorsichtig, schaut lange nach hinten, dass doch ja kein Auto kommt. Und als Mensch kannst du auch kleinere Lücken sicher nehmen und da schnell reinlenken, das ist gar kein Problem. Dein Fuß muss nichts machen und deine neuen Spur lenkt der Wagen wieder von alleine. So ist ein viel schnellerer, besserer Spurwechsel in meinen Augen. Klar, das Auto gibt dir eine gewisse Arbeit zurück ab, aber die kannst du ganz schnell locker erledigen und machst das schneller und effizienter, als das Auto selber es machen könnte. Dementsprechend bevorzuge ich das. Ich muss zwar mehr machen, aber es geht insgesamt schneller und flüssiger. So, jetzt können wir auf die rechte Spur, weil wir gehören heute zu den schleichenden Fahrzeugen. LKW, oh, überholt ihr jetzt rechts? Überholt der Polestar 2 rechts oder weiß er, dass er das nicht darf? Ja, entweder er bremst, weil der LKW vor uns ist, oder weil er weiß, dass er nicht rechts überholen soll. Kann man jetzt nicht so genau sagen. Okay, hier nochmal das Überholexperiment. Würde er rechts überholen, ja oder nein? Er würde es tun. Das macht er nicht gut. Der Polestar 2 Autopilot würde rechts überholen. Schade. Schande. Zu reproduzieren, immer bei Ausfahrten, vor allem wenn sie in Linkskurven sind. Hier ist jetzt eine Ausfahrt, die nicht eine Linkskurve ist, und zwar der Fehler ist, dass das Auto einfach da rauszieht. So, mal schauen, ob es macht. Und er machte es nicht. Okay, also Fehler ist praktisch, wenn das jetzt hier eine Linkskurve gewesen wäre, die Ausfahrt, dass er praktisch einfach ein bisschen so geradeausmäßig in die Ausfahrt abbiegen will. Wenn man schon wirklich weit rausfährt, ist es dann irgendwie letzte Sekunde merken und dann sich so voll zurück in die Spur schmeißt. Super, super unangenehm. Ja, macht Tesla nicht. Der klassische Tesla-Autopilot-Fehler ist, dass er grundlos bremst. Einfach du fährst an einem LKW vorbei, bist voll in deiner Spur, der LKW ist in seiner Spur und trotzdem Auto bremst volles Rohr. Oder du fährst einfach vor dir ist nichts, bremst einfach. Das macht der hier nicht. Aber er will einfach die Spur manchmal verlassen. Und jetzt vor allem bei Dunkelheit habe ich das Gefühl, dass er manchmal, jetzt gerade überhaupt nicht, manchmal einfach ein bisschen unsicherer in der Spur ist. Vor allem, wenn du ein bisschen schneller fährst und es dunkel ist, dann ist er mal am linken Rand, dann am rechten Rand, ein bisschen zittrig. Das ein Tesla steht auch stabiler in der Spur. So hat jedes Auto seine Vor- und Nachteile beim Autopiloten. Aber wirklich perfekt, perfekt von den Systemen ist echt noch keins. Hier ist wieder so eine Ausfahrt und zieht er rechts. Schau, seht ihr es? Habt ihr es gesehen? Oh. Das war nur das Auto. Genau das meinte ich. Eine mini kleine Linkskurve, Ausfahrt rechts und das Auto so, ja alles klar, dann fahren wir jetzt da lang. Checkt selber noch. Ich bin natürlich hellwach, ja. Ich vertraue diesem Auto überhaupt nicht. So. Was hier, hast du gesehen, wie weit der draußen ist? Ja, klar. Meine Güte. Und vor allem noch so unangenehm euphorisch zurückgelenkt. Man könnte euch den Fehler einsehen und so langsam zurücklenken. Ne, utsch. Also ganz komisch. Und das passiert wirklich zuverlässig jedes Mal, wenn rechts eine Ausfahrt ist und die Straße auch nur so leicht nach links geht. So, dann fährt er einfach so, okay, dann fahre ich da lang. Ganz unangenehm. Ich hab's euch gesagt. Keine Punkte für Gryffindor. Kuschel, tada, ja. Thüringen, enjoy. Ja, wir haben uns schon verabschiedet, aber hier noch einmal. Ja, für die Kamera. Willst du noch irgendwie letzte Worte sagen, Bruder? Sag irgendwas Hochtragendes. Hochtragendes? Ja, Hochtragendes. Du bist Buchautor, sag irgendwas Kluges. Kauft mein Buch. Du bist der Schlimmste. Bruder, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, also. Jetzt wieder alleine. Und mit wenig Reichweite. 11%, dementsprechend nächster Stopp, Ladestation. Auch schon rausgesucht, mit 5% soll ich da ankommen. Und da geht mein Bruderherz.
Bis zum nächsten Mal. Mein erster Ladevorgang alleine. Den alten Ladevorgang darf ich noch einmal bewerten. Der war super. So, hier der Supercharger jetzt. Da wird wieder flott nachgeladen. Aufwecken, einstecken. 300 kW. Das ist mehr als das Auto kann. Über 100 kW ist gut, aber gerne noch mehr als 107, 130 wäre mir lieber. Ich mag die Lichter ja auch voll von Polestar 2, ja. Du hast Hammer-Look. So, über 50% gekommen, 210 km sagte mir, unter 100 kW, das heißt, das reicht. Ich fahre weiter, einen Ladestopp brauche ich noch, sonst komme ich nicht nach München. Neben mir steht mittlerweile eines der schönsten Elektroautos, ein Mercedes EQS. Aber nicht mit der Hyperscreen-Version, sondern der günstigeren Variante. Immer noch toll, aber ohne Hyperscreen. Ja, zurück auf der Autobahn. Die A8 Richtung Ulm, Augsburg und München. Heimat, 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 Heimat. Oh ja, ich freue mich. Beliebt, weil zuverlässig und schnell, aber auch teuer. Ionity-Ladesäulen. Auf den anderen Ladevorgang, da war wieder alles super. Danke dafür. Ja, man kann auch den Code hier scannen und dann wird die Station so geweckt. Auch das ist möglich. Zahlung akzeptiert. Geht im Nu, also schnell einstecken und den schnellen Strom genießen. Zack. Kommunikation mit dem Fahrzeug. Was ist los? Was ist das Problem mit diesem Auto? Mittlerweile glaube ich, dass das Auto ist. Zwei Ladesäulen, die fehlerhaft waren, glaube ich nicht dran. Warum sollten zwei Säulen fehlerhaft sein, bei denen das Starten klappt? Was ist die Lösung? Kommunikationsfehler, stecken Sie den Stecker zurück und versuchen Sie es erneut. Okay. Auf ein neues. Servus. Akzeptiert. Und jetzt aber. Come on. Funktioniere. Also es. Wenn es jetzt nicht funktioniert, es muss eigentlich am Auto liegen. Zwei Ladesäulen, die zuverlässig angezeigt sind, die mit der App kommunizieren, die mir sagen, okay, ich bin bereit, und dann aber das Auto nicht will, ich würde sagen, das Auto hat Probleme, Jonas. Nachdem ich Probleme gesagt habe, Auto Probleme, eine Sekunde später fängt er an zu laden. Ich will nichts gesagt haben, man muss nur manchmal ein paar Vorwürfe in den Raum werfen und dann, zack, geht's doch. Ich check's nicht, warum, Jonas, vielleicht weißt du es, aber Hauptsache es geht jetzt. Okay, hier kommt er wirklich fast an seinen spitzen Ladeleistungswert von 150 kW ran. 145 kW. Nach München sind es noch so 70 km. Also wenn ich jetzt irgendwie so 150 drauflade, 200, und dann natürlich in München nochmal über Nacht, dann waren es jetzt 5 Ladestopps, wenn ich mich nicht verzählt habe, plus eben in München an der öffentlichen Ladestation um die Ecke. 6-mal. Naja gut. Ich fahre jetzt immer weiter, fahre zu Ende und dann kommt so ein bisschen mein Fazit, ja. Schon hat sich schon gezogen insgesamt, muss man schon sagen. Das reicht locker. Oh, apropos coole Sachen hier, der Stern. Sehr schön gemacht. Cooles Detail und hier oben auch. Hat schon was. Kleine, nette Details. Und, ach so, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Das ist natürlich so offensichtlich irgendwo, aber trotzdem habe ich es nicht einmal explizit erwähnt. Das Display hinterm Lenkrad. Das gibt es beim Tesla leider nicht. Hat schon was, wenn du hier die Navigation hast. Ist kein Riesenmast, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich es natürlich auch in mein Model Y packen, sowas. Halb 12 ist es geworden. Direkt erstmal ins Büro schauen.
nur für den nötigsten Papierkram, der jetzt wochenlang liegen geblieben ist. Ah, Statistik. Wo sind meine Statistiken? 969 Kilometer. Komm, ich runde es auf 1000, weil bis ich zu Hause bin, ist wirklich fast 1000. 26,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das tut schon ein bisschen weh und insgesamt 11 Stunden unterwegs bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 93 km/h. Ja, lass uns das gleich nochmal interpretieren, einordnen und einschätzen, was hier heute elektrisch passiert ist. Ich habe mir jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. 1000 Kilometer gefahren, 11 Stunden unterwegs, 3 Stunden circa in der Ladesäule, 5-mal war ich laden. Klar, der erste Ladevorgang war unnötig lange, hätte man kürzer machen können, aber am Ende bleibt es dabei, dass ich oft an der Ladesäule war und auch insgesamt lang. Und das, obwohl die Voraussetzungen eigentlich recht gut waren. Ich bin vollgeladen losgefahren und komme recht leer an in München, weil ich über Nacht hier immer laden kann, an der öffentlichen Ladesäule um die Ecke von meiner Wohnung. Und dann war es auch, klar, ein kühler Tag, aber jetzt nicht minus 8 Grad. Ich bin nur einen Abschnitt mal schneller gefahren, so um die 160, manchmal auch wirklich unter 100, um es zur Ladesäule zu schaffen. Also weder super, super kalt, noch super schnell gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit unter 100 km/h und halt trotzdem einen Verbrauch von 26,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und dann bedeutet es einfach, dass du viel lädst. Also positiv will ich schon auch sagen, der Wagen gefällt mir optisch, er fährt sich geil und auch das Ladenetz hier in Deutschland ist mittlerweile so, so, so dicht gespickt. Ne? Also auch ohne Supercharger hast du echt oft Schnellladesäulen und über die Elva-App siehst du sofort, wo die eben sind, kannst du zack mit einem Swipen da zum Starten bringen und das ist schon alles cool. Das ist viel besser als vor 6 Jahren, als ich mein erstes Elektroauto gekauft habe. Aber dann hast du noch die Ladeprobleme gehabt. Ne? Also es kommt ja noch on top dazu. Du musst schon 5-mal laden, lange laden und dann hast du noch Ladeprobleme und dann auf so einem 1000 Kilometer Roadtrip will ich vom Autopilot entlastet werden und dann dieses Fahrassistenzsystem in jeder zweiten Ausfahrt, die eine Linkskurve ist, zieht dir da aggressiv raus und noch aggressiver zurück wieder auf die Spur. Super unangenehm. Also kannst du wirklich dem System nicht vertrauen, musst es entweder ausschalten oder massiv überwachen, aber dann ist eben der Komfort zu gewinnen durch den Fahrassistenten auch recht gering. Also, ich sag's euch, wie es ist, ich fand's enttäuschend. Ich bin begeisterter Elektroautofahrer, denke, dieser Roadtrip war keine gute Werbung für Elektromobilität. Zu oft geladen, zu lange geladen, zu viele Problemchen. Klar, für einen begeisterten Elektromobilisten mit Zeit und ohne quengelnde Kinder auf der Rückbank war das schon alles machbar. Auch die Ladeprobleme waren hier überwindbar. Am Ende konnte ich immer laden. Aber es ist schon alles irgendwie nicht ganz optimal gewesen. Und mit meinem Tesla Model Y wäre das auch in der Regel angenehmer verlaufen, dieser Roadtrip, und deutlich schneller. So, das sind meine Meinungen hier zu dem Geschehenen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal für ehrliche, aufregende Abenteuervideos von einem begeisterten Elektromobilisten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.